44. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Die Straubing Tigers gegen die Fishtown Penguins aus Bremerhaven. Der Angstgegner für das Team von Tom Pokel. Von 11 Partien gewann man gegen das Team von Thomas Popisch erst 2. Auftakt in Überzahl für die Straubing Tigers in den dunklen Trikots. Stefan Daschner und das erste Tor in der 4. Spielminute. Jeremy Williams, der Topscorer. Daschner mit dem Schuss und vor dem Tor. Abgefälscht von Sven Ziegler zum 1:0. Sven Ziegler derzeit mit Lauf, schon sein 13. Tor in dieser Saison. In diesen ersten 20 Minuten spielte fast nur Straubing. Leichter Fehler und dann gute Möglichkeit für die Fishtown Penguins durch Mike Höffel. Für Bremerhaven läuft es derzeit nicht, zuletzt verlor man 3 Spiele in Folge. Viele Fehler in der Hintermannschaft, viele Scheibengewinne Straubing und folglich das 2:0 in der 11. Minute durch Antoine Lagagnère. Eingesetzt von Marco Pfleger, fischt den hier von der blauen Linie. Feines Solo, Bremerhaven untätig, leichtes Tor Lagagnère, sein 11. in dieser Saison. Und weiter ging es, Chancen im Minutentakt für Straubing. Jeremy Williams, 19. Spielminute, das 3:0. Fehler schlichen sich ein bei Bremerhaven und so einen macht Jeremy Williams. Das auch der Stand, 3:0 nach 20 Minuten. Also, hieß die Hände nach oben, ein starkes erstes Drittel. Der Tigers, ein starkes zweites, sollte dann folgen. Mittlerweile Jaroslav Hübel im Tor, aber der zweite Schuss auf sein Gehäuse wieder im Netz. 24. Minute, Stefan Daschner mit diesem Schuss. Hoch, kurzes Eck, schien haltbar, Loch in der Fanghand, Fragezeichen. Die Entscheidung damit auf jeden Fall eigentlich schon eingetütet. Hin und wieder dann gute Phasen von Bremerhaven und hier fast ein Missgeschick von Stefan Daschner. Dafür hatte Jeff Zetkov am Ende allerdings nur ein Lächeln übrig. Weiter Straubing in Überzahl. Jeremy Williams und vor dem Tor Sven Ziegler mit seinem 2. Tor an diesem Abend in der 32. Spielminute. Das 5:0 für die Tigers. Was für ein Spiel, sehr zur Freude von Paulchen und Resi, den Edelfans der Straubing Tigers. Hinein in den Schlussabschnitt. Bremerhaven zumindest nie aufgeben. Chad Nearing mit der besten Chance für die Fishtown Penguins, wenigstens ein Tor zu erzielen. Aber granatöser Save von Jeff Zetkov. So sah das Spiel dann meist aus. Straubing immer einen Tick schneller, aggressiver, vordenkend mit guten Spielzügen. Max Renner und Thomas Brandl noch mit einer guten Möglichkeit. Hinein in die letzten Sekunden nochmal Überzahl für Straubing. Und dann rettet der Pfosten für Jaroslav Hübel. Williams, Ziegler, Pfosten, kein Hattrick, dennoch der Sieg für die Tigers. Es waren immer enge Spiele gegen Bremerhaven. Jetzt haben wir Gott sei Dank mal wirklich von Anfang bis zum Schluss wirklich gut gespielt und ich denke verdient gewonnen. Die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen und von daher auch verdient gewonnen, ja. Also an einzelnen Dingen gibt es das nicht. Ich glaube, die waren viel besser als uns. Wir haben wirklich nicht mit viel Energie rausgekommen und in Straubing das Anfang ist enorm wichtig. Wir haben am Anfang ein paar Toren rein und in der DL, wenn man auswärts unterliegt, das ist sehr schwierig zurückzukämpfen im Spiel. Der erste Dreier für die Straubing Tigers im Jahr 2019. Der 3. Shutout in dieser Saison für Jeff Zetkov und für die Fishtown Penguins. Die 4. Niederlage in Folge.